Willkommen zu diesem Video über MicroLife. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man MicroLife für die Benutzung mit einem Stereomikroskop konfiguriert und kalibriert. Hierzu muss ich zunächst dem Programm mitteilen, welche Kenndaten mein Stereomikroskop hat. Ich mache das über Bearbeiten, Mikroskop neu. In unserem Beispielfall möchte ich das Programm für die Benutzung eines STEMI 508 von Carl Zeiss konfigurieren. Hierzu gebe ich zunächst einen Mikroskopname ein, über den ich dann das Mikroskop später identifizieren kann. Ich nehme hier kurzerhand einfach STEMI 508. Als nächstes gebe ich die Zoom-Faktoren ein. Genauer gesagt sind das die Rastpositionen des Zoom-Mechanismus. Die meisten Stereomikroskope haben ja heutzutage einen Zoom-Mechanismus und dieser wiederum verfügt über Rastpositionen, über die man bestimmte Vergrößerungen dann reproduzierbar einstellen kann. Beim STEMI 508 sind das 0,63, 0,8, 1,1, 1,25, 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4 und 5. Wenn das Stereomikroskop jetzt über keine besondere Vorsatzoptik mit einem Faktor zum Beispiel von 1,5 verfügt oder 2 oder 0,63, dann wird hier einfach als Objektiv 1 eingetragen. Und jetzt kann ich abspeichern und kann jetzt die Kamera aktivieren und mein eben eingetragenes STEMI hier oben auswählen. Objektiv wird einfach eingetragen, weil das das einzige vorhandene Objektiv ja ist oder die einzige vorhandene Objektivvergrößerung. Und hier habe ich nun die vorgewählten oder eingetragenen Zoomfaktoren zur Auswahl. Aktuell habe ich den Zoomfaktor 1,25 eingestellt, wähle ich also aus und kann nun für diesen Zoomfaktor kalibrieren. Zuvor habe ich bereits ein Objektmikrometer für Stereomikroskope aufgelegt. So ein Objektmikrometer ist nichts anderes als ein Objektträger, auf dem sich eine Skala befindet. Im Fall von Stereomikroskopen ist diese Skala so geartet, dass zwischen den Teilstrichen in aller Regel ein Abstand von 0,1 mm besteht, also 100 Mikrometer. Zum Beispiel jetzt von 22,5 bis 22 mm sind es genau 5 Teilstriche. Noch etwas scharf stellen. Ja, geht. Und jetzt kann ich, wie gesagt, mit der Kalibrierung beginnen. Greife hier zunächst mal eine Kalibrierungsstrecke ab, von 22,5 bis 17,5. Das sind 50 Teilstriche. Als Abstand ist hier eingetragen 10 Mikrometer. Das stimmt jetzt für das Stereomikroskop hier nicht, sondern hier sind es ja 100 Mikrometer, also 0,1 Millimeter. Man kann das jetzt bestätigen. Diese Kalibrierung kann ich jetzt nochmal kontrollieren, indem ich einfach eine Längenmessung durchführe. Zum Beispiel von 23,5 bis 20, das müssten etwa 3,5 mm sein, so genau sieht man das nie. 3497 Mikrometer, bei Stereomikroskopen kann ich dann Millimeter anwählen, 3,5 mm. Das stimmt also. Nun kann ich zur nächsten Rastposition des Zooms gehen, 1,6-fach. Und kann dann hier einfach die nächste Kalibrierung durchführen. Also wiederum Kal. Ich habe wiederum 50 Teilstriche abgegriffen. Und kann dies nun bestätigen.
Diesmal hat er sich gemerkt, ich habe ein Stereomikroskop und hat jetzt dann als Abstand zwischen den Teilstrichen schon diese 100 Mikrometer vorgegeben. Also die muss ich jetzt nicht mehr eintragen und kann jetzt einfach bestätigen. Und genau auf diese Weise arbeite ich jetzt praktisch alle Rastpositionen des Zooms ab und habe dann mein Stereomikroskop kalibriert.